Und sage hier auch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 22. März. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und das Erste, was wir hier sehen, ist die 14.600er Marke. Das ist die Big Number und die würden wir aktivieren. 14.592 würden wir Short gehen und 14.607 würden wir Long gehen. Wir haben eine 0,01 Positionsgröße als Anfangsrisiko. Und nochmal zum Ablauf und zur Wiederholung. Ab dem zweiten Trade würden wir etwas mehr mitnehmen als geplant. Der erste Trade geht dann direkt raus mit der Hälfte des Gewinns der Box. Das heißt so bei circa 8 Punkte, wenn alles so bleibt. Der rechte Chart ist auch immer der Chart, wo wir uns diese Blue Boxen der Vergangenheit anschauen, nämlich von Freitag, wo großer Verfallstag war. Es gab hier an dem Vormittag keine kleinen Boxen, die wir traden hätten können. Deswegen gibt es da nicht zu. Die Vola-Boxen, für alle, die ein Hedge-Trade offen haben, schauen wir einmal auf die Vola-Boxen. Und wir sehen, weil ich die Software immer wieder nutze, auch zu Schulungszwecken. Habe ich hier gar nicht drin. Das heißt, wir holen die uns mal rein. Neues Chartfenster. So sieht das Ganze aus. Vorlage, denn Vola Box. Zack. Und das wollte ich natürlich nicht, sondern wir wollen das Radar. Vola Box Radar. So sieht das aus. Und die Vola Box, die Eröffnungsbox heute Morgen kommt raus bei 14.611. 14.611, das heißt, es ist ein Big Number Trade mehr oder weniger. Und wir sehen hier, wir sind im ersten Trade Short, schon direkt ausgeführt. Und die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Erster Trade für den Montag, den 22. März, ist dann Short Big Number handeln wir für alle Gäste, die heute im Live-Trading-Raum sind, dreimal auf dem gleichen Niveau und dann höre ich damit auf. Das Ganze fokussiert bis 10:30 Uhr. Auch dann könnte es sein, dass die Musik so ein bisschen dünner wird. Wir messen einmal die Trading Range heute Morgen hier ab. Wir haben insgesamt 22,13 Punkte und wir sehen, der Markt läuft in unsere Richtung. Noch haben wir unseren Trade nicht nach Hause gebracht. Die blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Okay. Wir haben bei 81 circa. Jetzt kommt die nächste Kerze. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen Druck kriegen. Wir sind auch Short im DAX MTX. Der Trade ist jetzt aktuell auch im Rennen. 8:32 Uhr. Gut, dann starten wir mit den Tagesanalysen einmal kurz durch. Gehen auf Bitcoin 57.729. Ist Bitcoin also unverändert? DAX auf Tagesbasis sehen wir heute am Freitag schon die Umkehr. Heute die rote Kerze dort drin. Also könnte vielleicht ein bisschen zurückgehen. Gold bei 1730, da nichts Spektakuläres. Öl hatten wir heute Morgen schon mit den Clubmitgliedern gesprochen. Ist ein Short Setup da seit Donnerstag. Nasdaq, die Technologiebörse. Technologiebörse sehen wir hier. Hat ein Long Setup, der Trade ist dann auch schon hier in den Gewinn gelaufen und jetzt ein wenig schwächer. S&P 500, dort sehen wir eine rote Sonne und zwei rote Kerzen, aber es gibt hier auch noch kein Short Setup, dass wir also Short gehen im S&P Dow Jones. Auch hier 32.496 die Tageskerze und wenn wir uns die Weekly Kerze anschauen im Dow Jones, ja, dann war der Schlusskurs der Woche tiefer als der Eröffnungskurs, also schwächer reingegangen. Und so sieht es aktuell in den Märkten aus. Wir blicken jetzt noch mal einmal
auf unseren Blue Box Big Number Trade hier. Und wir sehen einmal kurz die blaue Linie berührt, aber wir müssen den Spread hier immer noch reinholen. Und deswegen immer noch der Eröffnungstrade. Wir sind short. Die Rollerbox kommt bei 14.611 rein. 83 jetzt gehandelt. Um den Trade nach Hause zu bringen, brauchen wir die 81. Und wir sind raus aus dem Trade, 8.37 Uhr, auch wenn die Tonqualität nicht so ideal ist. Wir sind raus aus dem Trade, das war unser Eröffnungstrade. Und wir gehen hier mit der Order History rein, dass wir uns das nochmal anschauen. Da sind wir short, wo die grüne Linie ist. Da sind wir short gegangen, den ersten Trade des Tages hier in den Gewinn gebracht. So soll das sein. Und wir bespielen noch einmal die Big Number. Verabschiede mich aber jetzt bei den YouTubern. Bis morgen und wünsche allen gute Trades.